Hey ho Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Beast Inside. Wir starten mit Kapitel 2 und ich würde sagen, ich lese erstmal den Text davor. Wir schreiben den 27. September im Jahr unseres Herrn 1864. Es ist Abend, beinahe Nacht. Nie zuvor hielt ich es für nötig, ein Tagebuch zu führen. Jedoch sagte man mir, dass es dabei helfen könnte, meine verlorenen Erinnerungen wiederzuerlangen. Das Niederschreiben meiner Gedanken bringt zudem ein gewisses Maß an Klarheit mit sich. Was denn jetzt passiert? Hat sich die Auflösung gerade verändert oder was? Wo war ich denn jetzt? Das Niederschreiben meiner Gedanken bringt zudem ein gewisses Maß an Klarheit mit sich. Es hilft mir dabei, Fakten von Fiktion zu trennen. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal rein mit dem sehr nach Jack the Ripper aussehenden Typen. Und los geht's. It is September 27th, in the year of our Lord, 1864. Evening, almost night. Never before have I kept a diary, but they say that it might be a chance for me to reclaim the memories I have lost. Besides, writing entails a clarity of thought, makes it easier to distinguish facts from imagination. I'm home again. After 10 years' absence. I'm relieved to find the house unscathed. That's good. It's the only roof I have over my head for now. I should light some candles and take a look around. Okay, also wir haben ein paar Streichhölzer im Inventar. Did I honestly think he would welcome me at the door? He vanished a decade ago, without so much as leaving a letter. The house feels strange, even though it has not changed one bit. There are fears creeping out of the darkness whose source I cannot define. But memories will come back. That's what they told me. Maybe then I will realize what happened to my father. Ich werde ihn erstmal ausreden lassen. What happened to me? Und schon mal die ganzen Kerzen anzünden. Okay, aber er scheint jetzt auch fertig zu sein. Sehr viel Story natürlich gerade dabei, deswegen komme ich gerade nicht so ganz dazu, irgendwas zu sagen. Aber ja, jetzt ist die Atmosphäre auf jeden Fall schon mal ganz was anderes, wenn es auf einmal dunkel ist. Drücke Tab, um Tagebuch zu lesen. Nicholas notiert seine Gedanken sowie wichtige Informationen. Okay. Ich bin wieder zu Hause, nach 10 Jahren der Abwesenheit. Ich bin erleichtert, das Haus unbeschädigt vorzufinden. Es wird für den Moment das einzige Dach über meinem Kopf sein. Ich sollte einige Kerzen anzünden und mich etwas umsehen. Keine Spur von meinem Vater. Hatte ich ernsthaft erwartet, dass er mich mit offenen Armen an der Tür empfangen würde? Er verschwand vor 10 Jahren, ohne auch nur einen Hinweis zurückzulassen. Er hat mich kein einziges Mal besucht, während ich an diesem Ort war. Das Haus kommt mir seltsam vor, auch wenn es sich kein bisschen verändert hat. Ängste lauern in der Dunkelheit, deren Ursprung ich nicht zu bestimmen vermag. Aber die Erinnerungen werden zurückkehren, so hat man es mir versichert. Vielleicht werde ich dann begreifen, was mit meinem Vater und mir selbst zugestoßen ist. Okay, wir haben noch 9 Streichhölzer. Ich würde sagen, ich nehme erstmal den ganzen Kram hier unten ein bisschen unter die Lupe. Was haben wir hier? Eine Statue von einem Engel? Mein Vater stellte diese Figur manchmal vor seine Schlafzimmertür. Er gab damit zu verstehen, dass er nicht gestört werden wollte. Rotieren, um versteckte Botschaft zu finden? Ui! Ich muss meinen Vater Ich muss meinen Vater einmal verärgert haben, denn ich erinnere mich, dass er diese Figur einmal nach mir geworfen hat. Scheinbar hat sie jedoch mehr Schaden davon getragen als ich. Na, da ist ein bisschen was abgebrochen, würde ich sagen. Und da klebt einfach immer noch Blut dran. Alles klar, Digga. Ich würde das vielleicht mal abmachen. Oh. Ich stelle das mal wieder dahin, sonst wird Vater sauer. Okay, kann ich hier das Fenster aufmachen? Okay, die Engelstatue stört da gerade so ein bisschen. Verpiss dich mal. It's dark in here. I'll light the candles. Okay, da vorne ist der Brunnen. Es ist anscheinend gerade ein Sturm draußen. Ich werde das Ding mal anzünden wieder hier. So, ist hier sonst irgendwo noch eine Kerze? Hier ist noch eine. Die zünde ich noch an.
will, dass hier einmal alles erhellt ist, damit ich nicht mit die ganze Zeit meine Streichhölzer verschwenden muss. Jetzt ist es nämlich schon wieder weg. Wow. Upstairs. What could it be? Ich war noch nicht fertig mit Umsehen. Ich will da nicht rauf. Ich muss erstmal hier gucken. Was haben wir denn hier? Mein Großvater hat eine Lampe wie diese benutzt, als er noch in einer Mine gearbeitet hat. Sie waren damals schon eine Rarität. Sie wurden wegen ihrer Robustheit geschätzt, wodurch sie nicht nur unter Tage äußerst wertvoll waren. Jetzt rostet sie vor sich hin. Sie funktioniert jedoch noch und könnte eventuell von Nutzen sein. Okay. Sehr schön, dann habe ich schon mal eine Lampe. Die werde ich gleich mal... Kann ich die mit den Streichhölzern kombinieren? Petroleum. Das kann ich doch bestimmt in die Lampe gießen. Und dann müsste ich die jetzt eigentlich... Halte Steuerung. Das funktioniert irgendwie nicht. Ich würde dich gerne ausrüsten. Kann ich damit jetzt die Lampe anzünden? Ich würde gerne die Lampe benutzen, aber irgendwie funktioniert es nicht. F? Ah, okay. Hier haben wir jetzt die Lampe. Okay, was ist hier in dem Schrank? Irgendwas Nützliches? Ich merke schon, ich mache hier gerade einfach nur Unordnung. Ich glaube mal... Was haben wir hier noch? Okay, das haben wir schon mal gesehen. Eines der Lieblingsstücke meiner Mutter. Es war ein Geschenk für einen Freund der Familie. Mein Vater mochte die Statue überhaupt nicht. Er dachte, es sei ein Symbol für etwas, das er nicht einmal denken wollte. Der Partner meines Vaters, George, hat sie meiner Mutter geschenkt. Dann spielte ihm das Schicksal übel mit, als ich noch ein Kind war. Ich bekomme von ihrem Anblick immer noch eine Gänsehaut. Junge, sorry, also ist das Game für euch gerade auch so laut? Also für mich ist das gerade übel laut. Aber gut, das gehört irgendwie dazu. Wäre ja schade, wenn es nicht so wäre. Mein Vater und sein Partner, einige Tage vor der Eröffnung ihrer... Was? Pyritmine. Was haben wir hier? Jacob Hyde und George Whitehead, 4. April 1840. Okay. Junge, ich will mal mit Escape die Sachen weglegen, aber... Ja, ich schaue ja schon nach. Ich schaue ja schon nach. Ich wollte mich nur vorher unten umgucken, ja? Okay, was erwartet mich hier? Damn wind. I thought the window was bolted shut. Was war das? Hey, what are you doing here? This is private property. Who the devil is he? Oh Bruder, wenn ich so jemanden sehen würde und in den USA leben würde, ich würde mir einfach direkt eine Waffe schnappen und den sowas von aus dem Fenster absnipen, wenn das hier auch noch Privatgrundstück ist. Also mit so jemandem, wer kommt da auf die Idee, mit dem zu reden? Ich weiß immer noch genau, warum mein Vater anfing, diese Engel zu sammeln. Ach, immer noch nicht genau. Lesen sollte man schon können. Okay, ich bin immer so unsicher. Irgendwie will ich mir alles angucken. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, das reißt uns so ein bisschen aus der Atmosphäre raus. Mein Vater und ich vor seinem Gasthof. Ich war damals 7 Jahre alt. Er hat mir vorgeworfen, ich würde Fratzen schneiden und nicht gerade stehen wollen. Dabei war es... Was? Dabei war er es. Alter Junge, hör doch auf, den Text immer umzuklappen. Er hat mir vorgeworfen, ich würde Fratzen schneiden. Dabei war er es, der nicht stillstehen konnte, wie man hier sieht. Ich habe danach eine ordentliche Tracht Prügel kassiert, obwohl ich es gar nicht verdient hatte. Okay. Jacob und Nicholas, 12. Mai 1843. Ach, Junge. So, habe ich einfach mal mitgenommen.
Ich glaube, hier oben kann ich sowieso nichts machen, weil alles verschlossen ist. Ich gehe mal runter. Und werde mal probieren, diesen Strolch da von meinem Grundstück zu verjagen. Wird bestimmt gut enden. Where the hell did he go? Hey! You still here? I'd better take a look. Ich würde vermuten, er ist nach rechts gegangen. Maybe I can find something in there. Aber er hat hier hingezeigt. Ist natürlich eine gute Idee, seinen komischen Hinweisen zu folgen. Das wird ganz übel enden. Ich sehe es schon vor mir. Okay, hier ist ein Schloss, aber ich kann ja auch nicht wirklich interagieren. Bin ich hier nicht richtig? Ist das hier nicht der Ort, wo er hingezeigt hat? Aber eigentlich schon. Hier im Brunnen irgendwas? Kann ich nicht irgendwie die Lampe mitnehmen? So, da, also als Ersatz? Halte Shift, um zu rennen. Warum sagst du mir das jetzt, Spiel? Hier ist der Schuppen. Okay. Schau dich im Schuppen um. Ja, das werden wir tun, das werden wir tun. Strange, the light is coming from the inside, but the door's locked. Maybe I can find something to cut through the chain. Okay, dann vermute ich mal, ich hätte jetzt Bolzenschneider gesagt, aber wir sind im 19. Jahrhundert. Oh, da gibt's auch schon Bolzenschneider, okay. Durchtrennt kinderleicht jegliche Schlösser und Ketten. Nehmen wir mit. Jetzt kommen wir auch in das andere Haus rein. Okay, ist hier sonst noch irgendwas, was ich mir anschauen sollte? Es sieht gerade nicht so aus. Okay, dann gehen wir einfach mal da rein. Das komische Fass hier, das stellen wir mal beiseite. So. Okay, was ist hier los? Das sieht gar nicht gut aus. Was haben wir hier? Petroleum? Sehr schön. Kann ich gebrauchen. Meine Lampe ist nämlich nicht mehr voll aufgeladen. Das sieht man unten links. Ich weiß noch nicht so ganz, wo ich die Facecam hinpacke. Von daher kann ich das jetzt schlecht sagen. Ob ihr das seht oder nicht. Kann ich die Gegenstände hier mitnehmen? Wahrscheinlich nicht. Okay, was steht denn hier? Ein Zeitungsausschnitt. Ich warte jetzt erst, bis das Rotieren, um versteckte Botschaft zu finden, weg ist, sonst bringt es mich wieder komplett aus dem Konzept. Die friedvolle Gemeinde wurde durch das schreckliche Verbrechen schwer erschüttert. Der zum Gasthof gerufene stellvertretende Sheriff konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Richter John Norton galt seit einigen Wochen als vermisst. Der Angreifer ging mit äußerster Brutalität vor. Die Kehle des Opfers wurde aufgeschlitzt und unzählige Schnittwunden und Verbrennungen weisen darauf hin, dass das Opfer über einen längeren Zeitraum hinweg gefoltert wurde. Okay. Gruesome murder? Here? John Norton. Sounds familiar. Okay, was ist da unter? That's my father's hat. The basement? Did he leave this as some kind of clue for me? I should look into it. Okay. Was haben wir hier? Streichhölzer? Nehme ich auf jeden Fall mit. Die anderen Werkzeuge kann ich wahrscheinlich nicht gebrauchen, aber jetzt haben wir ja einen Bolzenschneider. Das heißt, ich gehe mal zurück da. I don't feel like looking for that vagabond in the dead of night. I'd better go home. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee, besonders wenn hier irgend so ein Typ rumrennt. Ich hätte ja gesagt, call the police, aber wir haben 1900, ne? Hatten die da schon? Warte mal, was hat er gesagt? 1900, 1800, was? Ich weiß gar nicht, hatten die da schon Telefone? Wahrscheinlich nicht jeder zu Hause. Wow. Sir, wer sind Sie? Was tun Sie in meinem Haus? Verschwinden Sie bitte? Oh Gott. What? You let yourself in?
Hey, are you deaf? I'm talking to you. Ich will das nicht. If I tell anyone about this, I'll end up in an asylum. Okay, ich muss neues Petroleum auffüllen. Die Lampe aufzufüllen, öffne Inventar und suche nach einer Petroleumflasche. Okay. Haben wir hier? Benutzen. Okay. Er hat irgendwas vom Keller gesagt. Erstmal mache ich hier die Fenster wieder zu. Kann man sich ja nicht geben. Okay, er will das Fenster nicht zumachen. Na gut, dann bleibt es halt offen. So, wie komme ich jetzt zum Keller? Hier ist irgendwie alles so ein bisschen versperrt. Ich vermute, ich kann das hier auch nicht einfach wegschieben, das Regal. Also, vielleicht nach oben? Okay, ist hier irgendwas, was ich gebrauchen kann? Ich glaube, das ist nochmal Petroleum. Okay, doch nicht. Was haben wir hier? Streichhölzer. Es lohnt sich also auf jeden Fall noch überall ein bisschen reinzugucken. Hier ist zu. Okay, da ist nix. Da ist auch nix. Wo muss ich denn hin? Verschaffe dir Zugang zum Keller. Okay, dann wahrscheinlich von draußen, oder? Hier drin kann ich jetzt nicht viel machen. Oh, sehr gut, die Tür ist zu. Na Mensch, das kommt ja überraschend. Wer hätte damit rechnen können? Kann ich durchs Fenster gehen? Ich kann nicht durchs Fenster gehen. Okay, wie komme ich in den Keller? Er mag sich in seinem eigenen Haus auskennen, aber ich nicht. Petroleum? Nehme ich immer gerne mit. Kann ich über den Sessel rüber? Ja, okay, das funktioniert. Boah, ich hoffe, das ist nicht zu dunkel für YouTube. Hier, da ist gar nichts drin. Streichhölzer. Mein Vater hat dieses Grundstück spottbillig erworben. Ein Freund von ihm, Richter Norton, hat den Vertrag unterschrieben, wodurch der Verkauf amtlich wurde. So einfach war das damals. Ja. Los, mach den Text jetzt lesbar, damit ich nicht wieder in der Zeile verrutsche. Dankeschön. Mein Vater wusste, dass unter dem Land verborgen... was unter dem Land verborgen war. Lag. Junge, Alter. Lern lesen. Mein Vater wusste, was unter dem Land verborgen lag. Er brauchte nur einen Partner, der über die nötigen Ressourcen verfügte, um eine Mine zu errichten. Dadurch lernte er George kennen. Später baute er den Gasthof und hatte eine Weile wirklich ausgesorgt. Das waren die guten alten Zeiten, doch ich fürchte, sie werden nicht zurückkehren. Okay, nehmen wir mit. Meine Lampe ist jetzt natürlich leer. Da habe ich gerade ganz schön Petroleum verbraten. Und ich habe, glaube ich, auch gar nicht mehr so viel. Jetzt ist der... Jetzt ist die Schublade hier im Weg. Geh weg. So. Hallo? Jemand hier? Hier schon wieder so eine hässliche Statue. Mein Vater war nie gut darin, seine Gefühle zu zeigen. Doch wenn er einmal wirklich unglücklich war, klammerte er sich an diesen kleinen Engel. Okay, da haben wir wohl keine versteckte Botschaft. Irgendwo noch Petroleum. Ich brauche
Wow! Alter! Junge, mach doch nicht sowas mit mir! Vor allem, ich hab nicht mal gesehen, was das war. Es war einfach nur laut. Vielleicht sollte ich die Kopfhörer doch ein bisschen runterstellen. Holy shit! What the fuck ist das für ein Bild? Alter! Oh Gott, da ist Blut vor der Tür. Ja, das... Bist du dir sicher, dass du das rausfinden willst, Bruder? Bist du dir da ganz sicher? Ich nämlich nicht. Das sind Streichhölzer. Ich habe aber kein Petroleum mehr. Okay, ich werde hier mal die Tür freimachen. Dass wir nachher, falls wir irgendwie verfolgt werden sollten, einfach da raus spazieren können. Und keine großen Schwierigkeiten haben. Okay, ich komme mit der Leiter irgendwie nicht dadurch. Heißt, ich schieb die mal so hin. Dann haben wir schon mal alle Möglichkeiten parat. Alle Vorbereitungen für die Flucht getroffen. Hier kann ich nicht rein. Dann heißt es jetzt wohl, ab in den Keller. Aber Freunde, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Bis hierhin bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Die Atmosphäre wird jetzt auf jeden Fall deutlich düsterer. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal im Keller. Bis dahin. Bye bye.